Grundsätzlich muss bei jedem Phasenübergang von einer flüssigen zu einer festen Phase eine bestimmte Energie zugeführt werden, beispielsweise in Form von Wärme. Diese spezifische Energie, die eine bestimmte Menge Flüssigkeit benötigt, um zu verdampfen, bezeichnet man allgemein als Verdampfungsenthalpie. Praktisch veranschaulicht heißt dies, dass alle intermolekularen Wechselwirkungen, wie zum Beispiel die Van der Waals-Kräfte oder die deutlich stärkeren Wasserstoffbrücken, überwunden werden müssen. Die meisten alltäglichen Phasenübergänge laufen in der Regel isobar ab, das bedeutet unter konstantem Druck. Für diesen Fall lässt sich die Verdampfungsenthalpie mit der Verdampfungswärme gleichsetzen. Für Stoffe mit einer geringen Standardverdampfungsenthalpie ist keine zusätzliche Wärmequelle notwendig, um sie in die Gasphase zu bringen. Solchen Stoffen genügt beispielsweise die Energie aus ihrer Umgebung, was bewirkt, dass sich die Oberfläche um sie herum abkühlt. Im Alltag ist uns dieses Phänomen häufig als Verdunstungskälte geläufig. Trägt man beispielsweise ein Desinfektionsmittel auf die Haut auf, so entzieht dieses unserer Haut beim Verdunsten Wärme und wir spüren ein leichtes Kältegefühl auf den Händen. Solche Prozesse können sehr verschieden ablaufen. Bei einer exothermen Reaktion liegen die Produkte energetisch günstiger als die Edukte. Wird die Aktivierungsenergie einmal überwunden, so wird bei der Reaktion auch immer eine gewisse Energie frei. Bei einer endothermen Reaktion liegen die Produkte auf einem energetisch höheren Niveau als die Edukte. Die Reaktion benötigt somit auch über die Aktivierungsenergie hinaus einen gewissen Teil Energie, um ablaufen zu können. Außerdem ist jede Reaktion exa- oder endergonisch. Trägt man die freie Gibbs-Energie gegen den Reaktionsverlauf auf, so liegen die Produkte bei einer exergonischen Reaktion niedriger als die Edukte. Die Reaktion läuft somit freiwillig ab. Bei einer endergonischen Reaktion liegen die Produkte höher als die Edukte. Diese läuft in der Realität also nicht spontan ab. Um alle diese Prozesse genauer zu visualisieren, bietet sich der Einsatz einer Wärmebildkamera an. Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure. Diesen Spruch sollte jeder, der jemals im Labor arbeitet, aus guten Gründen beherzigen. Für den folgenden Versuch nutzen wir eine Wärmebildkamera, um genau diese wichtige Regel für das Arbeiten im Labor zu verdeutlichen. Zunächst wird in einem Becherglas mit Wasservorlage 1 ml Schwefelsäure hinzugefügt. Die Wärmebildkamera zeigt uns hier deutlich, die Temperatur steigt punktuell an, jedoch nur knapp über 30 Grad Celsius. Nun drehen wir die beiden Substanzen um. Als Vorlage wird konzentrierte Schwefelsäure in ein Becherglas gefüllt. Nun wird 1 ml Wasser dazugegeben. In der Wärmebildkamera ist klar zu erkennen, die Temperatur steigt punktuell auf über 60 Grad Celsius an. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen werden die Wassertropfen am Kontaktbereich beider Flüssigkeiten sofort verdampft. Die resultierende Bildung von Schwefelsäurehydraten ist stark exotherm. Hier besteht eine große Gefahr für den Beobachter, da das Volumen im Moment der Reaktion augenblicklich vergrößert wird. Der erste Teil des Versuchs hat jedoch gezeigt, bei Wasservorlage verteilt sich die frei werdende Wärme deutlich besser auf die größere Wassermenge. Zudem ist die spezifische Wärmekapazität von Wasser um Faktor 3 größer. Damit ist deutlich mehr Wärmeenergie notwendig, um Wasser auf die gleiche Temperatur zu erhitzen als Schwefelsäure. Der Versuch hat gezeigt, dass man immer genau im Blick haben sollte, was man im Labor macht und ebenso viel, in welcher Reihenfolge man es macht.